dieser Schlicker, also Ton-Wasser-Gemisch, wird jetzt in die Form gegeben. Wird jetzt in die Form gegeben und nach einer Standzeit von circa 25 Minuten kann der Schlicker dann ausgegossen werden und wir haben den Rohling. Und wenn ich die Form jetzt öffne, das ist für einen Keramiker immer ein ganz erhabener Moment, die ja. Form zu öffnen, um zu sehen, wie kommt das Stück aus der Form. Wow. Und hier sehen wir jetzt die Gießkanne. Das sieht ja toll aus. Das ist einfach, wenn man die Flüssigkeit da reingießt, dann wird die Form so. Genau, der Tonschlicker. Jetzt haben wir noch eine Trocknungszeit. Die Gießkanne bleibt circa eine Nacht so stehen, wird dann rausgenommen, alles wird dann abgeschnitten und der Ton oder der Rohling ist dann sauber. Was mit unserer Keksdose? Die Keksdose hat genau dasselbe Verfahren wie die Gießkanne. Habe ich auch mal versucht? Genau. Grob. Das geht ja sehr einfach. Ja, grob, aber nicht zart. Fühlt sich an wie Leder. Und der Deckel muss geöffnet werden, der Formdeckel. Und der Rohling kann dann perfekt rausgezogen werden. Wow. Und zum Trocknen aufgestellt werden. Da ist unsere Keksdose. Das ist jetzt die Keksdose.